Borderland in rosarot und weiß mit Pavel Kasny, dahinter Jan Odlosil mit Sweet Red Wine in gelb, grün und blau. Der Kampf kann losgehen. Das ist der Start zum großen Preis der Stadt Mainfeld und wir verabschieden die beiden mit einem Applaus auf die lange Reise. Das sind Borderland und Pavel Kasny und Sweet Red Wine mit Jan Odlosil an zweiter Stelle. Das erste von 34 Hindernissen. Die Mauerhecke, das wird am Schluss dann das 34. und letzte Hindernis sein. Da sind schon mal beide drüber, können wir einen Sprung abhaken. Es geht gegen den zweiten, den Jeninser, mit Borderland und Sweet Red Wine an zweiter Position. Ein Geschwindigkeitsrekord wird es auf keinen Fall geben dieses Jahr. Aber davon haben wir alle auch nichts. Wir wollen ein spannendes Rennen sehen und hoffentlich eines, das erst nach dem letzten Hindernis entschieden wird. Vorne ist Borderland an zweiter Position. Sweet Red Wine. Und so dürfte das noch eine ganze Weile bleiben. Denn die beiden haben sich darauf geeinigt, dass Borderland, der erfahrenere der beiden, hier vorne geht. Mit 12 Jahren hat Borderland hier schon einige Rennen bestritten. Das nächste Hindernis, der Pappelsprung. Dann geht es runter zur Juramauer. Unverändert Borderland und Sweet Red Wine in seinem Schlepptau. Juramauer, dann in den Bogen zur Jagdhürde und dann geht es über den Tribünensprung. Bitte aufpassen dort, genau, die Fotografen und Helfer sind bereits etwas weiter weg. Juramauer ist absolviert. Es geht gegen die Jagdhürde, die Erdwallhecke im Bogen. Mit Borderland, der zeigt Sweet Red Wine den Weg. Wunderbar, alles absolviert und es geht gegen den Tribünensprung. Sie dürfen applaudieren, selbstverständlich. Borderland und Sweet Red Wine. Borderland mit Pavel Kasny, Sweet Red Wine mit Jan Odlosil. Der Tribünensprung, jetzt werden Sie etwas schneller, damit Sie sauber drüber kommen. Locker geschafft, der Tribünensprung, 7. Hindernis von insgesamt 34 bei dem 5400 Meter langen Cross im grossen Preis von Mayenfeld. Jetzt geht es zu den Mauerhecken, dann scharf links zur Hürde, Hindernis Nummer 9. In Führung immer Borderland vor Sweet Red Wine, das war abgemacht, weil von 5 gemeldeten Pferden sind eben nur die 2 Tschechen geblieben. Und es ist gar nicht so einfach, so ein Parcours mit 34 Hindernissen eben auch richtig zu reiten. Jetzt geht es hoch zum Holzbrunnen, dann zum Kopplerig als Aufsprung, Borderland eben immer in Führung. Es ist aber gar nicht so einfach, wenn man nur als Zweiter ist, der Parkour da überhaupt zu finden. Der Speaker auf jeden Fall war ganz nervös gewesen. Was aber zwei Ritter zum Schluss von der Spannung bringen, das sehen wir dann noch bald. Wir machen jetzt erst mal einen Break und gehen zurück zum Anfang, wo mit dem Ponyrennen angefangen hat. Am Markenzeichen von der Pferderennen Mayenfeld, eben ein Fest für Gross und Klein. Übrigens 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Silja Schneider innen und außen Cheyenne mit Ardis Müller. Wer gewinnt hier? Ja. Ardis Müller ist in Führung. Mit Cheyenne kann hier die Nummer 4 nochmal kontern. Mahalia sieht nicht danach aus. Die Nummer 3, Cheyenne, gewinnt mit Ardis Müller vor der Nummer 4. Mahalia mit Cecilia Schneider. Dann die Nummer 1, vor 5, Checkout ist Chick mit Alva Leuthard. Und dann immer eine Siegerehrung. Nach jedem Rennen eine sympathische Geste. Den Sympathiepreis haben die Mayenfelder mit der längsten Naturbahn der Schweiz eh schon am Anfang gewonnen. Es steckt Herzblut hinter dieser Veranstaltung. Die Enttäuschung vom letzten Jahr vergessen. Das Wetter für Rudi Nieder ist schon fast kitschig. Das ist richtig so, ja. Das ist wirklich, und das ist einmalig, dass wir wirklich wieder mal der Wetter geht auf unserer Seite haben. Ja, da ist ein Stein vom Herzen gefallen, he? Das ist wohl so, weil wir haben doch letztes Jahr ziemlich viel investieren müssen, beziehungsweise wieder von dem Kuppengeld ein bisschen wegnehmen müssen, wo wir schön aufgespart haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir zuversichtlich und hoffen, dass es dann so weitergeht. Wir stehen jetzt vor einem Ponyrennen. Ein Haufen andere Rennen sind natürlich noch mit dem Höhepunkt. Gell, der grosse Preis von der Stadt Mayenfeld am Schluss. Dann. Also um alles, was ein bisschen Rang und Namen hat, muss man schon sagen, kommt wirklich immer hier auf Mayenfeld. Man hält euch als Treue. Ja, das ist richtig so. Wir sind ja eigentlich wieder bekennen uns zum Mecken vom Hindernissport. Hindernissport wird einfach gerne geschaut. Das ist attraktiv und demzufolge kommen da immer ein Haufen Leute schauen. Jetzt haben wir dermal, apropos Wetter, sie gerne müssen spritzen, gell? Also eine Naturrennbahn hat es schon in sich, da braucht unglaublich viel. Nein, es ist anders, wir haben natürlich schon müssen spritzen.
Und wie haben wir müssen spritzen? Das ist ja eigentlich das Groteske. Einmal hat es zu viel Wasser und einmal hat es zu wenig. Das ist jetzt einfach so. Aber das bleibt so da. Es gibt nicht auf einmal etwas ein Kunstteppich oder ein Kunstrasen. Das ist heutzutage so hin, gell? Nein, ich denke, das wird so weitergehen. Und es ist ja schön. Das ist ja wirklich die schönste Natur im Baum der Schweiz. Und dem sollten wir eigentlich so, das sollte man beibehalten, denke ich mir. Und nebst dem, dass man natürlich daherkommen kann, zum Beispiel jedes Jahr zweimal, wenn das Wetter mitspielt, könnte man auch Mitglied von einem Rhein frei werden. Gell? Das wäre ja auch noch etwas. Das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Wenn man zum Beispiel mit 100 Franken ist man Mitglied und kommt zwei Tickets über für Sattelplätze. Wenn man Sponsor ist, dann ist es oder Donator 200 Franken und dann könnte man dort auch zwei Tribünenplätze überkommen. Man hat also etwas davon. Und es wäre natürlich ein Engagement eben auch in die Region und für die Region. Das ist ja so, weil es ist ja traditionell ein Anlass und ich denke, an dem heben wir fest. Wir bekennen uns zum Heidi-Pferdesport hier in der Bündnerherrschaft. Und da wäre ich froh, wenn wir das wirklich aufrechterhalten könnten. Wetter, dass es gerade. Nicht nur wegen dem Wetter, es ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ein Haufen Helferinnen und Helfer ermöglichen das Ereignis überhaupt. Freiwillige Helferinnen und Helfer, wohlverstanden. Und wie Swimmeln in der Bündnerherrschaft, so gehören auch die Pferderennen, Meierfeld, hier eben in die Gegend hinein. Das 62. Mal war es, die Austragung. Und natürlich bleibt es hoffen, dass es auch weitergeht. Auch wenn jetzt beim grossen Preis von Meierfeld Thermo von 5 Ritter nur 2 angetreten sind. Aber was es für eine Rennen geben kann, wenn auch nur 2 Ritter am Start stehen. Das sehen wir jetzt. Wir steigen 3 Hindernisse vor Schluss beim grossen Preis von Meierfeld ein. Borderland in front, aber Sweet Red Wine ist da und Sweet Red Wine geht wieder an die Seite. Es geht gegen den Englischen. Da darf er nicht zu viel verlieren. Wie unglaublich, wie die da rüber geritten sind gegen den Jenenser. Und jetzt hat Sweet Red Wine die Spitze. Borderland kann er nochmal kontern. Sweet Red Wine über den zweitletzten. Borderland springt besser und geht wieder in Front. Borderland vor Sweet Red Wine, der jetzt innen durch den kürzeren Weg hat. Und Sweet Red Wine geht wieder letzten Sprung besser. Das kann entscheidend sein. Borderland, der Reiter muss fast aus dem Sattel. Borderland führt vor Sweet Red Wine. Borderland vor Sweet Red Wine. Borderland oder Sweet Red Wine. Borderland, Sweet Red Wine. Sweet Red Wine oder Borderland. Sweet Red Wine, Sweet Red Wine, Borderland. Was für ein Rennen! Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Ein Tscheche hat gewonnen, ja, das ist klar. Warten wir mal ab, was das Zielfoto hier sagt, aber verdient hätten es beide. Gespanntes Warten, der Speaker ist ganz aufgeregt, ein Todesrennen war nicht, dank ausgeklügelter Technik hat es einen Sieger gegeben. Das ist wirklich der Hammer. Ja, ja, beide kommen zur Siegerin. So. Und hier das Verdikt des Zielfotos. Eine solche Stimmung als ein Rennen mit zwei Pferden habe ich noch nie gesehen. Ihr seid spitze. Mein Felder Publikum, ihr seid absolute Spitze. Und dieses Rennen hat eigentlich keinen Verlierer verdient, aber wir haben ja beide etwas gewonnen. Und der Sieg, der geht. Der Sieg, der geht an Borderland und Borderland! Ein Riesenapplaus für deine Tscheche da in Meierhal. Ja, nur noch Sieg, Sieg, der Bayern und der Klassensieger, Fabian Kaffi und Borderland! Nervenkissel pur in der Bündner Herrschaft bei der Pferderennen Meierfeld. Ihre Gelegenheit am nächsten Sonntag. 11-mal Spannung pur eben in Meierfeld.